Und damit moin Leute zum zweiten Teil Fantastic Beasts oder Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, alle die angeblich auftauchen werden. Jetzt in dieser Folge von Levifold bis Thunderbird. Und ja, es wird noch einen dritten Teil geben, denn es werden noch ganz viele Kreaturen, sagen wir mal, veröffentlicht, die dann auch kommen werden und die packe ich dann einfach in den dritten und letzten Teil. Hoffentlich. Fangen wir an mit einem Levifold, der auch bekannt ist als lebendes Leichentuch und spezifiziert wurde als Klasse 5. Er ist ein ziemlich gefährlicher Fleischfresser und er scheint verwandt zu sein mit den Dementoren. Denn das Einzige, was einen Levifold aufhalten könnte oder zurückhalten könnte, ist ein Patronuszauber. Zum Glück sind die sehr, sehr, sehr selten und tauchen eigentlich nur irgendwo in den Tropen auf. Das nächste Wesen ist ein Mummkalf, was ein sehr schüchternes Wesen ist, der Stufe 2x. Es hat eine sehr glatte Haut, ist etwas hellgrau und hat vier Beine. Und es soll nur zu Vollmond aus seinem Bau, seinem Haus, seiner Höhle kommen, wie auch immer, wo das wohnt. Es führt dann magische Tänze auf, um sich mit anderen Mummkalf zu paaren. Was zu interessanten Formen in Weizenfeldern führen kann, die von Muggeln immer als Alienzeichen aufgenommen werden. Newt Scamander hat übrigens eine ganze Herde von denen in seinem Koffer. Also das könnte interessant werden. Dann haben wir ein Murtlap oder Murlap. Und es ist ein schleimartiges Wesen der Klasse 3, was Ähnlichkeiten zu einer Ratte hat. Auf dessen Rücken wachsen zu dem Tentakel, die so ein bisschen an Anemonen erinnern. Diese kann man wirklich essen, um sich resistenter gegen Flüche zu machen. Einzige Nebenwirkung ist, dass einem eventuell die Ohrenhaare etwas schneller wachsen und die werden lila bis pink. Eine Essenz aus diesen Murlap-Tentakeln kann übrigens kleine Schnitte oder Abschürfungen heilen. Das haben übrigens findige Buchleser schon gewusst, denn das wird im fünften Teil genutzt, um Harrys Wunden von der Bestrafung auf seiner Hand von Dolores Umbridge zu mindern. Ich hoffe, der Satz ging jetzt irgendwie richtig aus. Ich habe den Anfang vergessen. Als nächstes einer meiner Lieblingsfiguren, ein Niffler. Ein Niffler ist eine Kreatur der Klasse 3, die ein bisschen an einen Maulwurf erinnert. Sie werden angezogen von schillernden Dingen, unter anderem natürlich Gold, Silber und etlichen wertvollen Dingen, also ein bisschen kleiner Metalldetektor. Und die haben vorne so eine kleine Tasche, ungefähr wie ein Känguru, die von innen größer ist als von außen. Wie so ein paar andere Dinge, die wir kennen. Eine Tasche, Koffer, TARDIS. Was wir im letzten Trailer gesehen haben, war ein Nundu, eine Kreatur der Stufe 5. Und es ist beschrieben als riesiges, leopardenartiges Wesen. Natürlich eines der gefährlichsten Tiere der Welt. Trotz seiner Größe kann es sich wie ein Leopard ziemlich leise bewegen. Und sein Atem ist tödlich. Denn er ist versetzt mit toxischen Gasen und er kann ein ganzes Dorf mal eben auslöschen. Im Gegensatz übrigens zu Drachen, die mit knapp 10 Zauberern und etlichen Stuporflüchen erlegt werden können, ist es bis jetzt noch niemandem gelungen, mit weniger als 100 Zauberern einen Nundu zu erledigen. Desto erstaunlicher ist es eigentlich, dass Newt einen von denen in seinem Koffer hat. Ich frage mich, wie er das gemacht hat. Auch im letzten Trailer gesehen ist ein Okami ein Stufe 4 Wesen, was zweibeinig ist und an eine Schlange erinnert. Dazu sind sie extrem aggressiv und sie können ihre Größe an jeweilige Lebensräume anpassen. Und witzigerweise war sogar einmal einer in Hogwarts und zwar von Professor Kesselbrand. Ich glaube, er heißt auf Deutsch Kesselbrand. Dann haben wir noch das Wesen Runspur oder Runspur. Eine dreiköpfige Schlange aus Afrika der Kategorie 3. Die kann 6 bis 7 Fuß lang werden, was so ungefähr 1,9 bis 2,1 Meter sind. Und wird eigentlich immer in Verbindung mit schwarzer Magie und Paselmündern gebracht. Klar, dreiköpfige Schlange, Paselmund, verstehe ich. Diese drei Köpfe haben übrigens drei verschiedene Funktionen. Kopf 1 ist die Planung, Kopf 2 ist der Traum oder die Imagination und Kopf 3 ist die Kritik. Warum auch immer der Kritik heißt. Aber auf jeden Fall hat Kopf 3 die Fangzähne mit dem Gift drin.
Dann nette kleine Wesen, die wir schon ganz, ganz früh mal in Spielen gesehen haben. Und zwar Streeler, was eine Schnecke ist im Grunde der Stufe 3 mit scharfen Stacheln auf seinem Panzer, die auch zudem mit Gift versetzt sind. Diese können ihre Farbe stündlich ändern, beziehungsweise ändern sie stündlich und hinterlassen eine Giftspur, die man besser nicht berühren sollte. Es wird übrigens explizit gesagt, dass man sie als Haustiere halten kann, es aber nicht unbedingt sollte. Der einzige Vorteil von denen ist, dass ihr Gift die einzige oder eine der wenigen Substanzen ist, die einen Horrorklump umbringen kann. Warum man auch immer auf die Idee kommen sollte, einen Horrorklump zu töten. Dann haben wir ein Wesen, was wir schon öfters mal gesehen haben, und zwar einen Swooping Evil. Swooping Evil sind große blaugrün geflügelte Wesen, die bis jetzt keine Klassifizierung haben, witzigerweise, die vergleichbar sind mit einer Mischung aus einem Reptil und einem ziemlich großen Schmetterling. Zudem kann er sich zu einem kleinen Kokon zusammenrollen, wie wir schon mal in einem Trailer gesehen haben, falls ich einen Clip habe. Clip ab. Zudem können sie ziemlich gefährlich werden, denn ihre Fähigkeit besteht darin, das Gehirn von Menschen auszusaugen. Wenn man dieses Gift in kleinen Portionen nimmt, dann kann man damit übrigens auch, schlechte Gedanken loswerden oder schlechte Erinnerungen löschen. Und eins der Wesen, von dem wir wohl das meiste wissen, Testrale. Ein Testral sollten eigentlich die meisten kennen, ist aber ein großes, geflügeltes Pferd mit einer dünnen, schwarzen Haut und ihre Flügel ähneln den Flügeln von Fledermäusen. Zudem wird gesagt, dass sich nur Experten mit diesen antun oder anfreunden sollten, oder halt Hagrid, und versuchen sollten, diese zu zähmen, denn sie sind eingestuft als Klasse 4. Und die sind ziemlich speziell, denn man kann sie nur sehen, wenn man den Tod gesehen hat, beziehungsweise den Tod von anderen Menschen gesehen hat und... Achtung, ihn verarbeitet hat. Deswegen kann nämlich Harry die Vorteil 5 auch nicht sehen, weil er den Tod von Cedric Diggory noch nicht verarbeitet hat und den seiner Eltern nicht verarbeiten konnte, weil er zu jung war. Für alle, die jetzt schon in die Kommentare schreiben wollten, das kann doch nicht, warum hat er die vorher nicht gesehen? Die Haare von Testralen können übrigens auch als oder wurden als Zauberstabkerne genutzt. Dieserweise kennen wir einen Zauberstab, nämlich den Elderstab, wo ein Testralhaar drin ist. Passend natürlich mit der Verbindung zum Tod. Noch interessanter ist aber eigentlich, dass ihr Orientierungssinn dem menschlichen ziemlich weit überlegen ist. Man sagt ihnen zum Beispiel einfach, wo man hin möchte und sie wissen genau, wo das ist. So ein bisschen wie Eulen, dem man sagt, finde Sirius Black. Und sie weiß, wo er ist. Und zu guter Letzt für diese Folge haben wir den Thunderbird. Das ist ein großer, weißer Vogel mit goldenen Akzenten, von dem wir auch bis jetzt keine Klassifizierung haben. Und er ist verwandt mit einem Phönix und nicht nur mit der Tatsache, dass man auch seine Federn als Zauberstabkerne genutzt hat im frühen 20. Jahrhundert. Passend zu der Zeit, wo der Film gerade spielt. Newt hat seinen eigenen in Ägypten gerettet und hat ihn liebevoll Frank genannt. Oder Frank. Frank. Wenn er seinen Vogel, wenn es ein Phönix ist, Fox, Frank. Und er kommt mit ihm mit, weil er dem Frank versprochen hat, ihn zurück nach Arizona zu bringen, seinen Lebensraum. Und das war Teil 2 der ganzen Wesen von A bis Z, beziehungsweise beliebig bis Thunderbird. Jetzt kommt es natürlich so, dass noch mehr Tiere veröffentlicht worden sind, denn ich bin ein bisschen voreilig und habe jetzt schon angefangen, nicht gewartet, bis der Film draußen ist. Das heißt, es wird noch einen Teil 3 geben, wo dann so Wesen kommen, wie zum Beispiel Merpeople, also Meermenschen, oder auch Augurei, was grünartige Phönix sein sollen. Was hatte ich noch gelesen? Irgendein Bigfoot? Davon seht ihr dann Teil 3 mehr. Eure Meinung zu diesem ganzen Kram hier unten natürlich wie immer in die Kommentare. Ich kommentiere gerne mit. Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wenn nicht, dann... Warum seid ihr noch hier? Und wie immer, wenn ihr Bock habt und mehr sehen wollt, zum Beispiel auch Teil 3 nicht verpassen, dann klickt hier auf Abonnieren. Da oben kommt jetzt eine... Da kommt jetzt eine Infobox für den letzten Teil, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Hier lernen 2 Videos. Bis dann, Leute, bis zum nächsten Video. Allons-y.